Jo, heute mal wieder ein Video aus der Reihe, aus der Szene, für die Szene. Heute geht es um dieses schicke Sanremo 9055. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon des Öfteren auf meinem Kanal gezeigt und vorgestellt. Ich versuche mal dran zu denken, Video dazu mit in die Videobeschreibung reinzupacken. Ansonsten einfach Sanremo 9055, ich glaube MUC heißt dieses Modell hier noch, in die Suchfunktion eingeben hier bei YouTube, da werdet ihr fündig. Auf jeden Fall findet ihr aber in der Videobeschreibung den Link zum Kanal Sinted von unserem Carsten, denn Carsten hat mir dieses Messer hier zugeschickt und es somit möglich gemacht, dass ich dieses Messer nun an einen von euch raushauen darf. Wir haben hier ein Pin verbaut, somit also ein Einhandmesser. Man kann die Klinge einhändig öffnen und dennoch ist es 42A konform, weil wir hier zwei Platinen haben und die sperren die Klinge nicht wirklich, aber dieses Double Detent System hält die Klinge halt relativ stramm, relativ fest. Man kann aber mit Druck auf den Klingenrücken die Klinge dann wieder einklappen. Also kein wirklicher Verschluss, dadurch 42A konform. Aber all die Merkmale vorhanden, halt die Einhandöffnung, der Clip eines modernen Taschenmessers. Wir haben hier gegroovtes G10, das wurde dann auch nochmal extra gegroovt von Carsten selbst. Der hat das Messer noch modifiziert. Hier noch ein paar Grooves reingemacht, auf der anderen Seite ebenso. Und auch auf der Klinge ist ein, den Klingenrücken ist ein zusätzliches Jimping angebracht worden. Finde ich von der Position auch sehr passend. Da ruht dann schnell der Daumen drauf. Also modifiziertes Modell in einem sehr, sehr guten Zustand. Satinierte Klinge, klar erkennbarer Recurve-Anschliff, stark hohl geschliffen, eine Swatch haben wir noch. Das dürfte also ein Messer sein, das für anständige Schneidergebnisse sorgt. Und wie ich schon erwähnte, dein Carsten sucht dieses Modell jetzt einen neuen Besitzer. Und wer auf diesen Komfort nicht verzichten möchte, Einhandöffnung, dennoch 42A-konform, der sollte sich das 9055 unbedingt mal ansehen. Gibt es auch in anderen Versionen, also mit weniger auffälligen G10-Griffschalen. Wir haben noch einen schönen Farbtupfer-Detail hier. Aluminium-Backspacer. Macht sich auch ganz wunderbar. Clip, der das Messer anständig hält. Der macht einen guten Job. Ja, typisch Sanremo. Rundum ein super Messer. Carsten, vielen, vielen Dank. Ich möchte euch da den Kanal von Carsten von Sintage auch ans Herz legen. Der zeigt immer wieder außergewöhnliche Modelle. Auch im Budgetbereich bzw. im Bereich unter 100 Euro. Viele Modelle, die man in englischsprachigen Videos sieht, aber die hier in Deutschland doch selten eine deutsche Vorstellung finden. Da liefert der Carsten immer wieder solche Informationen, immer Videos, die dann wirklich einen großen Mehrwert haben. Und dann werde ich diese Verlosung circa ein, zwei Wochen laufen lassen, dann den Gewinner ermitteln, den dann hier über die Kommis anschreiben. Und sobald ich seine Anschrift oder ihre Anschrift habe, geht der Stachel dann für immer raus, aus der Szene, für die Szene. Sanremo 9055. Vielen Dank an Sintage. Und ich verbleibe wie immer mit All knives are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.